Nach mehreren verbalen Entgleisungen hat das CDU-Präsidium Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen einstimmig ein Ultimatum zum Austritt aus der Partei gesetzt. Falls er die CDU bis zum Sonntag um 12 Uhr nicht verlasse, solle der Bundesvorstand der Partei ein Ausschlussverfahren einleiten und ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entziehen, teilte die CDU am Montag nach Beratungen im Präsidium der Partei mit. Maaßen war in den vergangenen Tagen wegen Äußerungen bei Twitter und in einem Interview erneut massiv in die Kritik geraten. Immer wieder gebrauchte die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, heißt es in einem Text des CDU-Präsidiums. Laufend verstoße Maaßen gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei. Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut sei in der CDU kein Platz. Maaßen habe die Partei zu verlassen,